Hi Leute, ja, eigentlich nur eine ganz kurze Ankündigung, denn ich hatte euch versprochen, als ich die Valve Index ausgepackt und ein bisschen getestet hatte im Livestream, habe ich euch versprochen, dass nach einer gewissen Dauer, wo ich die getestet habe, nochmal ein Livestream folgt und wo ich dann meine Meinung mit euch teile und ein kleines Fazit abgebe und so weiter. Und da ich so Meinungen und Fazits immer blöd finde, wenn es eine One-Man-Show ist, findet das Ganze nicht auf meinem Kanal statt, sondern auf unserem Gemeinschaftskanal VRPack. Und wer das nicht kennt, Link werde ich in die Beschreibung packen. Und ja, da haben wir ein Gemeinschaftsprojekt am Laufen mit dem Hank von Hanks VR, mit dem Chris Reality und mit dem Hoshi 82. Kanäle werde ich auf jeden Fall auch mal unten in die Beschreibung packen, falls ihr die drei nicht kennt. Ja, mit den dreien haben wir zusammen quasi das VRPack. Und da gibt es heute Abend einen Livestream um 20 Uhr. Und ja, da werden wir über das gute Teil hier sprechen oder schlechte Teil, je nachdem, wer es getestet hat und wie wer was findet. Und ja, ich finde sowas super, wenn man mehrere Meinungen hat von mehreren Leuten, denn ja, jeder empfindet das anders, besonders VR-Headsets. Ist nicht einfach nur ein Display, wo ich mal drauf gucke, sondern ja, da spielen so viele Einflüsse miteinander ein. Und ja, da ist es ganz gut, wenn wirklich mehrere Meinungen da sind. Und ja, darüber werden wir natürlich auch sprechen, ich versuche gerade mal das reinzukriegen in die Kamera, Licht will gerade nicht so, über die Valve Index Controller. Und ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Meinungen, denn ja, jeder empfindet das Handling so ein bisschen anders. Ja, also manche Leute haben wirklich Probleme damit, manche Leute kommen super aus und das ist natürlich auch super, wenn das mehrere Leute getestet haben. Wenn ihr die getestet habt und wollt die Meinung mit uns teilen, dann könnt ihr das natürlich auch dann gerne im Chat machen. Da würden wir uns natürlich auch drüber freuen, wenn ihr die Controller getestet habt oder die Valve Index oder beides. Also könnt ihr gerne mit uns dann teilen eure Erfahrungen. Und ja, wenn ihr die Teile noch nicht getestet habt und ihr habt Fragen, ja, stellt die einfach in den Chat. Wir werden die so gut wie möglich beantworten, wenn wir es können. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr alle zahlreich heute Abend auf dem VRPack-Channel erscheint. Und ja, ich würde sagen, bis heute Abend. Bis dann. Ciao.